totaler. Ich bin Maike, 24 Jahre alt, studiere an der Universität Passau Kulturwirtschaft und werde dort jetzt bald fertig. Ich bin dabei, weil ich auf der Suche bin nach neuen Ideen für die Zukunft. Also ich befinde mich auch gerade in so einer Findungsphase und ja, möchte gerne später unternehmerisch tätig werden. Wir sind hier im Verteilerzentrum von DM in Weilerswist in der Nähe von Köln und bekommen gleich eine Führung durch das Gebäude. Und bekommen erklärt, wie die Abläufe hier funktionieren, vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Bin gespannt, ja. Ich stelle es mir ziemlich eindrucksvoll vor, ja. Da sehen wir vorne, wie das geht. Dass wir heute in der Lage sind, so viel Güter und Dienstleistungen hervorzubringen, liegt natürlich daran, dass der Mensch immer mehr seinen Geist auf die Arbeit eingesetzt hat und dadurch immer mehr die Arbeit produktiver gestaltet, effizienter und damit rationalisiert hat. Also wir brauchen heute immer weniger menschlicher Lebenszeit, um die Güter und Dienstleistungen hervorzubringen, die wir brauchen. Daher kommt der Überfluss. Und der Überfluss kommt auch daher, dass die Menschen nicht mehr für sich selbst produzieren, wenn ich für mich selbst produziere, höre ich eigentlich aus zu produzieren, wenn ich meine Bedürfnisse gedeckt habe, sondern dass die Menschen für andere produzieren, weltweit. Und dadurch kommt dieser enorme Güter- und Dienstleistungsüberfluss zustande. Also ich war sehr überrascht, wie modern es wirklich ist. Also ich habe schon gedacht, dass es hier schon die neuesten Technologien gibt, aber es ist tatsächlich so effizient und so die Arbeitsteilung so hoch ist, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, was mich sehr positiv überrascht hat, war die Farbgestaltung. Und zwar hatte ich so gedacht, naja, das ist so eine langweilige graue Halle vielleicht irgendwie. Und Fließbandarbeit ist ja allgemein ziemlich dröge und ich war überrascht, dass hier versucht wurde, mit einer freundlichen Farbgestaltung, also mit sehr vielen bunten Farben, angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Letztlich bleibt die Arbeit natürlich die gleiche und bietet einem wenig Abwechslung, aber immerhin war hier zu sehen, dass man sich hier Gedanken gemacht hat, wie kann man ein attraktiven Arbeitsplatz gestalten. Ja, wir leben zumindest in einer Gesellschaft, wo wir noch nie so in der Lage waren, konsumfähige Güter und Dienstleistungen hervorzubringen wie heute. Also wir wären eigentlich reich. Und das Problem, was wir haben, dass es uns nicht gelingt, den Reichtum, den wir haben, also diese Fähigkeit, Güter und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, so in der Gesellschaft verfügbar zu machen, dass auch alle Menschen im Sinne des Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, leben kann. Und genau diese Problemstellung beantwortet die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Grundidee ist, dass wir als Gesellschaft anerkennen, dass man in dieser Gesellschaft nicht leben kann, wenn man kein Einkommen hat. Heute meinen wir noch, der überwiegende Teil,
dass man in dieser Gesellschaft ein Recht auf Arbeit braucht. Und das ist der Grundirrtum. Ja, Ideen werfen ja immer ein neues Licht oder geben eine neue Beleuchtung auf die bestehende Problematik, in der wir uns befinden. Also wir befinden uns immer in Problemsituationen und wir brauchen neue Ideen, um dadurch, dass die Ideen die Problematik neu beleuchten, neue Fragen zu erhalten, und die neuen Fragen, die bringen neue Antworten. Also immer in jeder Frage steckt ja eine Antwort und in jedem Problem steckt eine Lösung. Man muss es nur finden. Und die Beleuchtung dazu, dass man es findet, das schaffen die Ideen. Ideen knipsen sozusagen das Licht an.